Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Stia. Hinteren Deck, 7 der Kelche. Sieben der Kelche ist eine interessante Energie, Stier. Ja, eine interessante Energie, immerhin, wir haben hier Kelchen, also Sternzeichen Fische ist hier bei dir stark präsent gerade. Fische, es kann natürlich auch Krebs sein, Skorpion. Also die Sache ist, es gibt hier eine interessante Energie, weil siebende Kerlchen kann auch so mit einer Illusion zu tun haben, mit ein bisschen Magie auch zu tun haben. Also, wenn ich dir ehrlich bin, Stier, gerade bei dir sehe ich schon Magie. Ja, aber deutlich. Wie das jetzt für dich spricht, weiß ich nicht, aber ich sage dir, was ich sehe. Ich spüre hier so eine Situation. Diese siebente Kirche ist manchmal zeigt ein bisschen Durcheinander. Also ein bisschen Konfusion könnte man hier in dieser Karte schon sehen. Weil mehrere Situationen hier sind, mehrere Situationen und man weiß nicht, was man so machen soll. Interessante Energie, ja. Sag ich dir aber auch, Stier, gerade ist eine sehr interessante Energie. Ass der Schwerter, siebende Kelche. Es gibt hier eine Entscheidung. Ja? Also ich sehe hier eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung kommt nächste Woche auf dich zu. Ja, eine wichtige Entscheidung. Und auch Klarheit in dieser Konfusion, also in diesem Durcheinander. Weil doch, siebente Kelche ist eine Karte, die ein bisschen Durcheinander zeigen kann. Aber erste Kelche bringt ja Klarheit. Und ja, schauen wir mal jetzt hier. Ich sehe hier eine Entscheidung, Stier. Und schau mal, die Gerechtigkeit. Nummer 11. Weißt du, was wichtig ist? Die Nummer 11 kam bei dir auch auf den Würfeln. Also die Karte, die Gerechtigkeit, ist hier in deiner Energie stark zu spüren. Einen Balance in dieser Situation. Sternzeichen Waage auch. Also Stier, es gibt hier eine Gerechtigkeit. Ja? Und ich habe zwei Karten, die für eine Gerechtigkeit hier reden. Zwei Karten, erste Schwerter und die Gerechtigkeit. Sechste Kelche. Schau mal bitte jetzt, welche Karten für dich gekommen sind. Also 8 der Stäbe, die Hohepriesterin und 5 der Stäbe. Stier, also ich sehe mehrere Beteiligten in deiner Energie. Mehrere Beteiligten, mehrere Menschen. Sternzeichen Fische ist bei dir schon sehr präsent, es kann natürlich auch Krebs sein. Aber es gibt eine Synchronisierung mit Sternzeichen Fische hier gerade. Ja? Ich sage es nur so nebenbei, vielleicht spricht das für dich irgendwie. Also, ich sehe mehrere Beteiligten. Mehrere Beteiligten.
Also, Stia, ich kann das nicht übersehen. Die Hohepriesterin in der Mitte und nebendran achte Stäbe und fünfte Stäbe. Ich sehe hier schon Magie. Eine Person arbeitet hier mit Energien. Ich hole mir mehrere Karten. Also, Sternzeichen Löwe ist bei dir auch auf den Würfeln gekommen. Sternzeichen Löwe Nummer 11. Fische auf jeden Fall. Es kommt eine Gerechtigkeit hier. Ich kann das lauter, aber nicht deutlicher sagen, es kommt eine Gerechtigkeit nächste Woche und das hat mit mehreren Menschen zu tun. Ich sehe hier mehrere Beteiligten in einer bestimmten Situation, die nicht unbedingt positiv ist. Es wurde hier nicht gerecht gehandelt und Karma, denn Karma kommt zurück. Also das heißt, Menschen, es gibt hier eine karmische Situation, die nächste Woche ausgeglichen werden muss. Du weißt, wie das ist, Stier. Also wir alle haben mit Karma zu tun. Das können wir nicht vermeiden. Ja, aber es gibt hier eine klare karmische Situation oder eine Ungerechtigkeit, die ja, wo jetzt eine Gerechtigkeit auf dich zukommen wird. Es wird hier eine Gerechtigkeit gemacht. In manchen Fällen könnte ich sogar denken, Menschen haben falsch, ja, falsch gesprochen, Menschen haben falsch gehandelt, Menschen waren ungerecht. Es gibt, und ich sage Menschen, weil ich sehe hier mehrere Menschen, natürlich. Ich sehe nicht nur eine Person. Nein, 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 nein. Ich sehe nicht nur eine Person. Also, Stier. Ich weiß natürlich nicht direkt für dich, für deine Situation, wie das hier spricht. Aber das, was ich hier habe, ist deutlich, ist sicher. Wenn du mir sagst, ja, das ist für mich auf der Arbeit, das spielt sich bei mir auf der Arbeit, dann ich habe die gleiche Situation. Es ist egal, wie das hier für dich spricht. Eine Wahrheit kommt ans Licht, Stier. Eine Wahrheit kommt ans Licht. Eine Wahrheit kommt ans Licht. Also, Stier, in wenige Worte und sage ich dir, du hast hier mit einer Hexe zu tun. Weil du die Hexe bist oder du tatsächlich mit einer Hexe zu tun hast. Das heißt, es gibt hier eine Person, die so wie ich ist, die ziemlich intuitiv ist, aber ich rede hier über eine alte Seele. Also diese Person hier weiß alles. Ohne dass diese Person etwas dafür braucht. Also, die Person braucht ja nichts zu sehen. Diese Person ist sehr intuitiv, ist, wie gesagt, eine Hexe. Ich rede über eine alte Seele. Diese Person wurde sehr wahrscheinlich in einem vorherigen Leben verbrannt. Diese Person ist oft das auf der Welt gekommen. Diese Person ist eine Hexe. Wenn das für dich ist, ich sage nicht, dass du jetzt böse bist, nein, nein, gar nichts. Also ich rede nicht über eine schlechte Sache. Ich sage nur, dass eine göttliche Gerechtigkeit jetzt nächste Woche kommt, ja, weil hier eine Situation nicht gerechtig war und es hat mit mehreren Menschen zu tun. Eine Wahrheit kommt ans Licht. Etwas erfährt man hier. Ich weiß nicht, was das ist. Ist eine interessante Legung. Stier, Augenblick bitte. Nochmal, Sternzeichen Löwe. Sehr, sehr präsent bei dir. Löwe. Ja, aber Fische, Krebs, Waage, Schütze. In manchen Fällen nämlich auch. Also Stier und
Gott weiß, in manchen Fällen hat das sogar mit der Familie zu tun. Warum sage ich dir das? Weil ich sehe nämlich auch sechste Kelchen. Sechste Kelche ist eine Karte, die natürlich sehr viel mit der Familie zu tun hat, natürlich. Dass das direkt bei dir in der Familie sich abspielt und sogar mit deinen Kindern, wie auch immer, so eine Situation. Das ist eine vorherige Leben hier. Ich sehe hier eine Person, eine Situation, was mit einem vorherigen Leben zu tun hat. Ja, eine alte Seele ist bei dir, sage ich dir ganz ehrlich, dir. Interessante Energie. Wow. Qué fuerte, du. Ja. Also, Stier. Für eine Gruppe ist das deinen Ehemann oder deine Ehefrau? Deinen Ex, der Vater deiner Kinder, die Mutter deiner Kinder. Für eine Gruppe. Wir wissen ja, das spricht nicht immer für uns allen gleich. Einen Chef, eine Chefin. Sechste Münzen, es gibt hier eine klare karmische Situation. Eine klare karmische Situation. Nochmals, Sternzeichen Fische, die Synchronisierung ist hier. König der Münzen in der Mitte, spricht sehr viel für deine Energie, Stier. Stier, Steinbock, Jungfrau. Diesen König ist in der Mitte für deine Legung. Wie gesagt, eine wichtige Energie. Für uns allen spricht anders. Es kann ein Chef, eine Chefin oder eine Langzeitbeziehung, einen Ex, einen Ehemann, Ehefrau. Du merkst ja. Stier, in manchen Fällen dein Vater, deine Mutter. Tja, so ist es. Nur du weißt, wie deine Situation ist. Wow, Stier, was für eine dubiose Energie. Was für eine dubiose Energie. Sag ich dir ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also, auf der Schnelle, so auf der Schnelle jetzt gesehen, Stier, ich sehe für eine Gruppe eine Person, wenn das jetzt dein Ehemann ist oder deine Ehefrau, weil du weißt, wir reden ja nur über Energien, das kann eine Frau oder ein Mann sein. Diese Person hat eine dritte Person. Und Stier, wenn du glücklich in deiner Beziehung bist und du gar nicht so in Resonanz kommst mit dem, was ich sage, dann spricht das für dich nicht. Ne? Außerdem, ich würde mir solche Legungen nicht anschauen, weil das kann ziemlich gefährlich sein. Ich sage dir aber, was ich sehe. Ich sehe hier eine Person, die doch verheiratet ist. In manchen Fällen hast du dann aber mit so einer Person auch zu tun. Eine Person, die verheiratet ist und du bist die dritte Person. Es gibt hier so ein Gefühl. Es gibt hier so ein Gefühl. Also du musst ja schauen, und ich meine, wenn du ja verheiratet bist und eine dritte Person hast, das weißt du ja auch. Ich meine, da sage ich dir ja nichts Neues. Entweder ist das deine Situation oder von deinem Ehemann, Ehefrau, oder wie gesagt, sonst hast du mit so einer Person zu tun. Das ist deutlich. Das ist deutlich. Denn diese Person hier lügt. Diese Person hier hat ein Geheimnis. Worüber, also darüber wird mir nicht gesprochen. Natürlich nicht, weil wie soll ich über eine dritte Person reden, wenn ich verheiratet bin? Das geht ja nicht. Ich bin in meiner Komfortzone. Ich habe mir sehr viel aufgebaut. Ich kann nicht über... Oder, sage ich es jetzt mal so, es gibt hier ein Geheimnis, etwas, was ich gemacht habe, was nicht richtig war. Und eine Hexe hat das entdeckt oder ans Licht gebracht. Also eine Situation, die ich gemacht habe. Ich bin nicht ehrlich. Also ich bin nicht ehrlich. Und wie gesagt, es kann sich spiegeln. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht ehrlich. Ja, ich habe was Falsches gemacht. Ich bin nicht mit der Wahrheit gegangen. Egal, ob in meiner Beziehung oder mit Geld oder wie auch immer. Ich bin nicht ehrlich und jemand hat das erfahren. Denn es gibt hier eine Person, die sehr intuitiv ist. Wie gesagt, ich sehe hier eine Hexe. Das ist tatsächlich eine Hexe, ja. Also das muss ich schon dazu sagen. So wie ich halt, ja. Also
und sehr stolz sogar, eine sehr stolze. Die Sache ist, diese Situation ist ans Licht. Eine Person, eine Wahrheit ist hier ans Licht gekommen. Und dass eine Person hier nicht mit der Wahrheit kommt, geht, ne. Und die Sache ist, Karma existiert. Und manchmal weiß ich nicht, wie ich das so richtig deutlich sagen soll, damit die Menschen auch bewusst werden. Karma existiert. Und da sollen wir keinen Spaß damit machen, weil wenn diesen Karma, diese Situation auf uns zurückkommt, es kommt 2, 3 oder 4 Mal schlimmer, als wir es gemacht haben. Und nein, das ist das Universum nicht da schuld oder Gott oder Allah oder nee, das sind wir selbst schuld. Also, ne? Also das ist eine Sache, denn am Ende, wir sind alle eine Seele. Alles, was ich den anderen antue, tue ich mir automatisch mir selbst an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel schlecht über eine bestimmte Person rede, das ist das, was ich auch mir antue. Ich werde es auch bekommen von anderen. Wenn ich eine Person lüge, das Gleiche werde ich um 2, 3 Mal schlimmer mir antun. Also wir sind am Ende eine Seele und alles, was ich anderen Menschen schlecht antue, tue ich mir am Ende selbst an. Weil Karma existiert und Karma tue ich mir selbst an. Ja? Es kommt nicht vom Universum, ich mache mir mein Karma, natürlich, ja, so wie ich handle. Es gibt hier eine klare karmische Situation. Deutlicher ist nicht möglich. Ich sehe hier natürlich auch eine stolze Energie, ziemlich Ego, also den Ego ist hier. Also ein starken Ego. Ein starken Ego. Ich sehe hier eine Person, die kein Geld mehr hat. Stier. Eine Person ist hier pleite. Ich habe kein Geld mehr. Tja, strategisch habe ich handeln wollen, egal wie. Ob das jetzt strategisch auf meine Arbeit ist, mit der Bank ist, mit der Steuer ist. Also irgendwie, es gibt hier eine klare Strategie. Ich wollte in manchen Fällen mehr Geld bekommen. Mit einer dubiosen Handlung wollte ich mehr Geld dabei rausbekommen. Stattdessen kommt der Karma und sagt, tja, nein, es ist nicht möglich. Ich denke, Stier, ich denke, du weißt, dass du hier mit einer Hexe zu tun hast. Du weißt das. Die Intuition ist hier sehr präsent. Du weißt, dass du hier mit einer Hexe zu tun hast. Eine Person spioniert hier. Eine Person spioniert. Wow, qué fuerte me parece esto. Der Eremit. Wir haben hier mit einer alten Seele zu tun. Einer Person mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Weisheit, mit sehr viel Intuition. Man kann gegen diese Person hier eigentlich keine Strategie machen, denn diese Person weiß alles. Weiß alles. Schau mal jetzt, ich wollte diese fünfte Stäbe klären und kam nochmals fünfte Stäbe und Ratte Schicksals. Es gibt eine klare karmische Situation hier, Stier. Eine klare karmische Situation. Schau mal, ich habe hier bei dir 3-mal die Nummer 5. Die Nummer 5, 5, 5. Ich sehe hier Konflikte.
Die Nummer 5, also das ist für mich die Karte der Turm. Ich könnte hier gerade mit der Karte der Turm zu tun haben. Ich rede über Veränderungen. Ich rede schon über Veränderungen, Stier. Klare Veränderungen. Klare Veränderungen. Für manche ist das sind hier Freunde oder Bekannte und man gibt viel Geld aus für andere Menschen. Ich gebe viel Geld aus. Ich habe Verluste, weil ich halt nochmals viel Geld ausgebe. Die gleiche Situation hatte ich bei Sternzeichen Skorpion. Ne? Ich sehe hier mehrere Menschen, mehrere Beteiligten, würde ich jetzt sagen. Mehrere Beteiligten. Ja. Für eine Gruppe, diese Konflikte können, wie gesagt, auf der Arbeit sein. Menschen, die eifersüchtig sind, eifersüchtig oder neidisch sind. Diese Verluste könnte wirklich mit der Arbeit zu tun haben. Ja. Ich denke, wir reden hier nochmals, Stier, etwas kommt hier ans Licht. Ja? Etwas kommt hier deutlich ans Licht. Und Stier, glaube mir, ich sehe hier schwarze Magie. Ja, oder sagen wir mal einfach Magie. Magie ist Magie, egal ob weiß oder schwarz. Am Ende ist Magie, weil ja, also es gibt hier Magie tatsächlich. Eine Person, und ich sehe hier eine Person, die auch sehr allein ist. Ja? Allein. Traurig, manche Fälle oder Verluste hat oder blockiert ist, in manche Fälle blockiert ist durch andere Personen, andere Menschen. Ich spüre hier eine Person, Stier, eine Person, die immer wieder kommt, also eine Person, die immer wieder, tatsächlich immer wieder kommt. Es hat hier deutlich mit Geld zu tun. Ist diese Person ein Bruder, eine Schwester, ein Kind von dir? Die Konflikte sind da. Und wie gesagt, Stier, ja, für eine Gruppe ist das wirklich ein Kind, oder ein Kind, ein Bruder, eine Schwester. Eine Person, die ziemlich strategisch ist und immer wieder kommt. Die Konflikte sind da. Und immer wieder, weil ich rede über eine Situation, die sich wiederholt. Es gibt hier eine karmische Situation und es ist immer wieder. Also. Immer wieder. Und ja, Stier, also der Grund hier ist auch Geld. Die Finanzen sind hier ein Grund. Ja? Eigentum oder Finanzen, so eine Situation. Also. Interessante Energie, muss ich dir schon sagen, ne? Stier. Eine interessante Energie, das gleiche hatte ich bei Sternzeichen Skorpion. Überhaupt eine Person hier, die nicht zu vertrauen ist, aus irgendeinem Grund. Ja, Stier, Steinbock, Jungfrau, hier sehr präsent. Also, Stier, Sternzeichen Jungfrau, muss ich dir schon jetzt sagen, ja? Sternzeichen Jungfrau ist hier sehr präsent, ja? Jungfrau. Es kann natürlich Steinbock oder Stier wie du sein. Sternzeichen Fische, Krebs, nämlich auch. Zwilling, Löwe, auf jeden Fall. Löwe, ich habe sowieso alle Elemente auf dem Tisch, ja? Aber Krebs, wie gesagt, Zwilling, Jungfrau.
Fische, ist gerade sehr präsent bei dir. Zwilling habe ich auch gesagt, ja. Stier, ich denke, etwas wird man hier nächste Woche erfahren. Du merkst ja, es spricht so verschieden für uns alle, also, aber eine Wahrheit kommt hier tatsächlich ans Licht. Etwas wird man hier erfahren und das, was man erfahren wird, bringt mit sich Konflikte. Ich denke, diesen König hier, wenn diesem König du bist, es zeigt sich hier bei dir eine neue Situation. Das kann mit neuen Projekten zu tun haben, mit Arbeit, mit einem neuen, also etwas, was man neu anfangen möchte. Aber klar, das zeigt sich sehr positiv für dich, sehr sogar. Ich könnte hier auch eine Reise haben oder einen Umzug in manchen Fällen. Es sieht hier sehr gut aus, wenn das du bist. In manchen Fällen, wie gesagt, eine Person ist hier. Oder sogar dein Vater, deine Mutter, keine Ahnung. Die Sache ist, es zeigt sich hier sehr positiv, aber die Konflikte sind da. Die Konflikte sind ja da, weil wir reden ja über mehrere Menschen, über mehrere Beteiligten. Wenn das die Familie ist, die Familie. Wenn das die Arbeit ist, die Arbeit. Wenn du weißt, was ich meine. Du musst ja schauen. Die Konflikte sind ja da. Eine klare Strategie gibt es hier. Eine Person möchte hier etwas machen. Ich spüre hier sogar wirklich viel Erfolg in dieser Kombination von Karten, der Magier und die Karte der Wagen. Es gibt hier eine sehr wichtige Kombination, was mit sehr viel Erfolg zeigt, sehr viel Erfolg zeigt, sehr viel Stabilität, sehr viel, also einen neuen Zyklus sogar. Aber leicht ist das hier nicht. Leicht ist das hier nicht. Weil andere Personen dagegen stehen. Also Menschen machen das hier schwer, kompliziert. Stier. Schau mal, welche Karten. Ich habe nämlich was gebastelt. Ja. Zeige ich dir, was für dich gekommen ist. Also, für dich kam diese Karte mit diesem Wohnwagen, einen Wohnwagen, ja. Du siehst ja, man macht ja eine Reise. Wir reden hier auch über eine Reise tatsächlich, eine Reise, einen Umzug, wie auch immer. Man möchte hier diese Reise machen, diese Weltreise oder einfach diese Reise. Aber es gibt Probleme. Ich weiß nicht, ob das finanziell jetzt ist, dass man hier Geld dafür braucht und das Geld nicht da ist und es gibt Konflikte. Also so eine Situation ist hier. Man möchte irgendwie eine Reise machen. Ich sehe nämlich auch eine Person hier. In manchen Fällen will man natürlich eine Reise machen mit einer anderen Person. Und einen Fahrrad gibt es hier. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Vielleicht fährst du gerne Fahrrad, also und bist gerne unterwegs mit dem Fahrrad. Du merkst ja, es gibt diese Freizeit hier, ne? Also ich spüre hier diese Freizeit, draußen zu sein, das Leben genießen, im Frieden zu sein, Spaß haben. Ich spüre diese Situation hier. Aber es wäre so, ob Menschen hier Konflikte machen würden oder Probleme machen hier. Ja, weil ich sehe hier mehrere Menschen, ja, mehrere Beteiligten. In manchen Fällen, jemand möchte das machen, aber es gibt kein Geld, um das zu machen und das ist das Problem hier. Ich möchte, wie gesagt, eine Reise oder, ja, und... ich brauche aber Geld, aber wie soll ich das dann machen? Also es gibt so eine Strategie und so eine Situation gibt es hier.
Ja, das spüre ich hier. Auf jeden Fall eine Reise, Stier. Ich sehe hier so ein Gefühl, ich möchte eine Reise machen. Ja. In manchen Fällen, jemand fragt hier Tarot. Also, es gibt oder, ja, oder eine Person, entweder schaut auch viel Tarot. Ja, logisch, wie wir alle, ne? Oder sonst, man fragt auch eine Person, die visionär ist, eine Person, die wirklich visionär ist. Man fragt da, man möchte sich da erkundigen, Informationen holen. König der Kelche, Wasserelement, Sternzeichen Skorpion, Fische, Krebs. Wasserelement ist bei dir, Stier, sehr, sehr präsent bei dir, Jungfrau nämlich auch. Du weißt ja, wir können diese Sternzeichen in unserem astrologischen Chart haben. Es gibt hier eine Person, die verheiratet ist, habe ich ja gesagt. Eine Person ist verheiratet, trotzdem würde man gerne hier eine Reise machen. Man hat hier etwas vor, ich möchte eine Reise machen, ich möchte eine Handlung machen. Darf auch niemand wissen, was ich machen möchte, aber doch am Ende kommende Woche, man erfährt hier, also eine Wahrheit kommt schon ans Licht. Und schau mal bitte jetzt, Stier, also die Hohepriesterin und der Hierophant. Ich habe hier eine wichtige Verbindung zwischen zwei Personen, Sternzeichen Fische, Krebs nochmals, wie gesagt, Skorpion könnte auch sein. Und der Hierophant, Sternzeichen Stier. Also es gibt hier eine wichtige Verbindung. Ja? Und ja, wie gesagt, ich spüre hier eine dritte Person. Ich spüre eine familiäre Situation hier sehr deutlich. Eine dritte Person, eine familiäre Angelegenheit. Und eine Person hat hier etwas vor. Ich möchte diese Handlung machen, aber ich bin sehr stark am Nachdenken. Denn am Ende darf das niemand wissen. Und doch, Stier, irgendwas kommt nächste Woche ans Licht und mehrere Menschen oder die ganze Familie oder wie auch immer erfährt hier eine Situation und diese Konflikte zeigen sich hier, ne? Es gibt hier eine kleine karmische Situation, ja. Ja. Es gibt hier eine kleine karmische Situation. Ich spüre hier eigentlich, die Energie ist positiv. Ich meine jetzt. Die Energie, das, was du vorhast, ist gar nicht negativ. Also ich sehe hier dieses im Freien zu sein, diese Freizeit, diese, natürlich sieht man hier eine Person, ja. Küchen, tanzen, man möchte happy, glücklich sein, man möchte lieben, man möchte die Liebe spüren, man möchte dieses, ja, was anderes, was Neues. Ja, egal wie das sei, ich spüre hier eine Person, erfährt durch Tarot oder durch eine Hexe oder durch eine Visionär, erfährt man hier etwas. Zum Beispiel, bist du verheiratet, deine Frau oder deinen Mann erfährt durch eine durch Tarot oder durch einen Visionär erfährt, dass du mit einer dritten Person zu tun hast, dass du in Urlaub gehen möchtest, du möchtest in Urlaub gehen mit einer anderen Person. Und das wäre ein Beispiel jetzt, weil in manchen Fällen bist du jetzt die Person, die diese Situation erfährt durch, ja, wir verstehen ja. Und in manchen Fällen, Stier, kommst du gar nicht in Resonanz. Ja, das könnte wieder die andere Sache hier sein, dass du hier gar nicht in Resonanz kommst. Weil doch sonst, wie gesagt, ich sehe hier auch einen Chef, einen Chef, eine Chefin und eine klare Strategie gibt es hier. Irgendwie. Magie, Magie. In deiner Legungsstier könnte ich hier jetzt Magie schreiben, groß schreiben. Magie, wir reden hier über Magie. Und für eine andere Gruppe sehe ich hier mehrere Personen, weil es sind immer mehrere Personen. Ne? Also es ist nie eine Person allein.
Was ich damit sagen möchte, Menschen, die schwarze Magie oder einfach Magie machen, um einer Person zu blockieren. Also zum Beispiel, ich bin deine Frau und ich möchte dich bei mir halten. Was mache ich? Weil ich weiß, dass du eigentlich jetzt eine andere Person hast, dich frei fühlen möchtest und ich gönne es dir gar nicht. Ja, so ungefähr, du gehörst mir, du bist mit mir verheiratet, gehörst mir und du bleibst bei mir. Ne? So ungefähr. Anstatt zu sagen, okay, wir müssen über diese Situation reden, weil es sollte hier eine Scheidung geben, zum Beispiel. Nein, stattdessen, ich sage, ich erfahre über diese Situation und ich mache Magie, um dich, deine Wege zu blockieren, damit du nicht weggehst, von mir weggehst, dass du, dass deine Wege, deine Türen blockieren sind. Eine Person gibt Geld aus hier. In manchen Fällen sehr viel Geld. Ja? Jemand gibt sehr viel Geld aus für diese Situation. Deswegen ist viel Verlust, im Geld. Was mit, ja, viel Verlust. Also, Stier, deine Legung ist sehr deutlich. Ja, deine Legung ist deutlich. Rate Schicksals zweimal. Sternzeichen Schütze, bei dir auch präsent. Schütze, Löwe oder Sternzeichen wieder. Löwe auch sehr präsent, auf den Würfeln nämlich auch. Waage ist hier auch extrem präsent. Skorpion, Fische, Krebs, Zwilling, Jungfrau. Steinbock, Stier. Es gibt hier sehr viel Ego, ja, Stier, sehr viel Ego. Das hat mit dieser religiösen Erziehung zu tun, wo ich auch nichts dagegen habe. Aber klar, denn Ego verhindert uns oft. Und das hat mit unseren Gedanken zu tun. Ja? Also unsere Gedanken. Denn Ego ist hier stark präsent. Sehr sogar. Sehr. Sehr, sehr. Also ich möchte eine Handlung machen, aber mache ich nicht. Oh Gott, was werden die anderen sagen? Immer wenn ich was machen möchte, geht es nicht, weil was werden die anderen sagen? Tja, was soll ich dir hier sagen, Stier? Es ist ja klar, dass Veränderungen nicht leicht sind. Niemand hat gesagt, es wäre einfach. Aber alles kann man ja nicht haben. Das heißt, man muss schon Entscheidungen im Leben treffen können. Sonst bewirkt man natürlich Karma. Karma ist, existiert und Karma ist da. Und bei dir in deiner Legung ist Karma sehr präsent. Ja, und dass ich hier eine Wahrheit sehe, eine Wahrheit, die ans Licht kommt, ja, hier kommt eine Wahrheit ans Licht. Und dass diese Konflikte Veränderungen mit sich bringen wird, ja, es kommen Veränderungen. Das kann man nicht mehr vermeiden, ne? Stier. Diese Veränderungen, die ich hier sehe, kann man nicht mehr vermeiden. Das ist für deine Existenz, wird das hier wichtig werden. Und von da aus, ich spüre hier einfach einen neuen Zyklus. Was soll ich dir hier sagen? Einen neuen Zyklus. Egal wie kompliziert sich fühlt für dich, Stier. Egal wie kompliziert sich hier für dich fühlt, diese Veränderungen sind da. Ich spüre es po positiv am Ende, ja, ich spüre es positiv. Aber die Veränderungen sind da. Für dich ist positiv. Aber du hast mit mehreren Menschen zu tun. Also das heißt, ja, so ist es nämlich im Leben. Stier, starke Legung, Minimum, starke Legung, Minimum. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie das hier für dich spricht. Aber was ich hier habe, ist ziemlich deutlich. Ziemlich. Und dass du mit einer wichtigen Person zu tun hast, es ist auch so. Du hast hier mit einer wichtigen Person zu tun. Es gibt hier eine Seelenverbindung. Und deswegen, das Universum zwingt uns auch für diese Veränderung. Du wirst gezwungen. Es geht hier nicht anders. Es geht nicht anders. Und nochmals, ich weiß nicht, wie diese Situation für dich ist. Starke Legung. Okay? Ich sehe hier eine Reise, habe ich dir ja auch gesagt. Ich habe ja diese Karten selbst gebastelt. Ja? Und für dich kam nämlich diesen Wohnwagen. Also die Reise sehe ich hier schon.
Die Reise sieht man schon. Und du siehst, es gibt hier eine neue Person. Für mich ist eine neue Person. Warum? Weil man fühlt hier Glück. Also ich fühle mich glücklich. Ich fühle mich, ich meine, nicht, dass man mit dem Partner nicht glücklich sich fühlen kann, aber du verstehst schon, was ich meine. Du verstehst schon, was ich meine. Es gibt hier eine neue Situation. In manchen Fällen, diese Person ist von deiner Arbeit, weil das hier sieht hier wie eine Person, die jetzt vom Büro raus, gerade raus fährt, also eine Person, die auch mit dem Fahrrad oft unterwegs ist, gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist. Gibt es hier eine Verbindung mit dieser Situation oder sieht die Person auch so aus, mehr oder weniger? Also, Stier, sei natürlich, sei einfach du selbst. Das ist die Empfehlung und diese Karte kam nämlich auch bei Sternzeichen Skorpion. Sei echt, sei natürlich, sei einfach du selbst. Ja. Egal wie die Situation aussieht, was soll ich dir hier sagen? Ich meine, es gibt nur ein Leben, also wir leben einmal. Ja, und ich meine, wir leben ja jeden Tag eigentlich, ja. Wir sterben einmal, aber klar, wir möchten das Leben genießen. Und wenn du hier Konflikte mit anderen Personen hast, das bedürftigt eine klare Veränderung. Und ich spüre hier eine klare Entscheidung. Man trifft hier eine Entscheidung, es ist sicher. Es ist sicher, dass du hier eine Entscheidung treffen wirst. Es ist sicher, dass du diese Reise machen wirst. Es ist sicher hier, dass du mit dem Schicksal zu tun hast und dass man hier nichts dagegen machen kann, weil das dein Schicksal ist. Du hast hier eine extreme, enge Verbindung oder zu einer Person und diese Person kennst du von einem anderen Leben. Und das ist sicher. Diese Situation, die ich hier habe, Stier, diese Situation, die ich hier habe, ist nicht von diesem Leben. Stier, das hier ist nicht von diesem Leben. Das schleppst du vom Leben zu Leben, aber das ist nicht von diesem Leben. Ja, du hast eine klare karmische Situation. Ja, von einem anderen Leben. Mit mehreren Personen, die mit deiner Familie zu tun hat, natürlich auch. Es kommt drauf an jetzt. Es kommt ziemlich drauf an. Wir leben jeden Tag, wir sterben einmal. Ja, also wir dürfen uns nicht durch anderen Menschen so stark beeinflussen lassen. Das sollte nicht sein, weil mein Leben ist mein Leben. Ja, und da hat niemand was zu sagen. So ist es. Ich spüre hier bei dir einen neuen Zyklus und mit sehr viel Erfolg. Egal ob Arbeit oder eine neue Person oder überhaupt alles. Ich weiß nicht, was das hier ist für dich, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus, glaube mir. Stier, starke Legung. Also ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Woche, kommende Woche. Danke für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und bis bald. Tschüss.